Okay, hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Tesla AD, heute mal wieder mit dem GT-Freak zusammen und wir nehmen heute eine Runde Hide and Seek auf und wie ihr im Titel vielleicht schon seht, geht es heute nochmal um das Projekt und ein paar kleine Updates, was das Projekt angeht. Und ja, würde ich Genau. einfach mal sagen, es geht, dass ich gleich anfange. Und zwar geht es im Prinzip darum, dass wir so ein paar Kleinigkeiten am Projekt dadurch, dass eben so viele Leute, die eigentlich gesagt haben, sie würden mitmachen, nicht mehr dabei sind. Und zwar werden wir das komplette Projekt ein wenig offener gestalten, sag ich mal. Und zwar werden wir nicht mehr jede Sekunde, die wir auf dem Server sind, aufnehmen, sondern wird das Projekt wird eben so umgestaltet, dass Nein, man nein, 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 nein. als Spieler, oh, er ist schon tot, als Mist. Spieler maximal 4 Stunden täglich auf dem Server eben spielen darf, als Projektteilnehmer. Und man muss eben auch ab sofort müssen alle Teilnehmer jeden Tag eine Folge rausbringen. Jedoch, wie gesagt, in dieser Folge muss nicht Die müssen nicht die kompletten 4 Stunden aufgenommen sein und Zeit darauf war abgespielt, sondern eben nur ein kleines Review. Ich habe das und das gemacht, ich mache das und das. Und dann muss man halt in der Folge, was weiß ich, eigentlich nur das sagen, was man gemacht hat und was man machen wird. Und YOLO. Einfach so, dass Und, die Zuschauer da genau. einen Überblick drüber haben. Weil es waren ja Ja, vorher und. immer so, dass wir 20 Minuten hatten, maximal am Tag. Und dadurch, dass man halt ein bisschen viel mit Technik und so macht, wären die Folgen halt ein bisschen langweilig. Vor allem hat man halt so ein bisschen mehr Freiheit. Ja, und wie sich das so gehört zum neuen Projektordnung, suchen wir wieder neue Leute. Also, falls ihr Interesse habt, schreibt mich oder den lieben GT-Freak via PN auf YouTube oder gerade hier in den Kommentaren an und am besten via PN dann die Skype-ID, da wird wir gerade mit euch reden können. Also, Die Grundkriterien kannst du ja gerade mal sagen. es sollte so aussehen. Also, ihr braucht keine Abonnenten, also keine Abonnentengrenze, sagen wir es mal so. Dann, ihr müsst halt auf jeden Fall aufnehmen können. Diesel. Das ist wichtig. Und dass ihr halt das auch wirklich könnt. Also, ihr User müsst left your schon channel. zwei, drei, Videos oben haben, damit wir das halt sehen, dass ihr das könnt. Und an sich, ja, braucht man da eigentlich nicht mehr für. Also am besten schreibt ihr uns dann eine PN mit eurem Skype-Namen, mit eurem Channel-Link am besten auch noch und ja, warum ihr halt dabei sein wollt. Das wäre das Beste. Boah, mein Internet laggt gerade extrem. Ich konnte gerade gar nichts machen, dass ich gestorben bin. Ich bin andauernd wieder zurückgebuggt. Naja, auf jeden Fall. Das wäre es eigentlich, was das Projekt angeht. Ne? Wie gesagt, also falls ihr Interesse habt, ist jetzt ein klein wenig neues Prinzip. Und ja, An müsst sich. halt gucken. Wie gesagt, ihr müsst mindestens ein, zwei Videos oben haben. Und es muss sicher sein, dass ihr auch wirklich aufnehmt und Dass ihr hochladet. überlegt es euch bitte auch genau, nicht, dass ihr dann sagt, ja, wir sind dabei, ich wäre gern dabei, ich wäre gern dabei und seid dann irgendwie nach einer Zeit wieder direkt draußen, weil ihr irgendwie doch keine Lust habt. Das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Also ihr solltet euch bei der Sache schon etwas sicherer sein. Ja, weil hat schon ein bisschen Nervfaktor, wenn sich die Leute dann melden und irgendwie im Endeffekt doch nicht dabei sind. Genau. Dabei sein wollen. An sich, wie gesagt, wir wollen halt so eine kleine Stadt machen, so ein bisschen gechillt bauen, Technik, das Modpack aus schöpfen. Weil ich finde das Modpack echt cool. Also es hat auf jeden Fall was. Ja, Vor allem. hat also die neue Regelung hat meiner Meinung nach nicht nur für uns einen Vorteil, sondern vor allem für euch, weil dann die Folgen gerade schon erwähnt hast, nicht mehr so langweilig sind, weil was wir bis jetzt halt gemacht haben, war Rennen hier durch die Gegend rennen, bisschen bauen, bisschen fahren, bisschen Technik ausbauen und
Ja, das ist ja alles nicht so besonders spannend, muss man leider sagen. Von Deswegen daher, das Ganze würde da ein bisschen mehr Leben reinbringen. Das wäre ja auch ganz cool. Also wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns an. Wie gesagt, am besten eine PN, weil Kommentare sind nicht unbedingt so gut und wenn ihr dann halt auch die eure Skype-Adresse da reinschreibt, wer weiß, wer euch denn noch anschreibt. Ja, sonst werdet ihr noch pädophiliert. Das wollt ihr ja nicht. Genau. Naja, Ich sehe dich. ich sehe dich nicht. Wo bist du? Ach Oh komm, Mann, wir haben ist vorbei. verloren. Ich hab einfach niemanden gefunden, weil ich so spät gestorben bin. Ich habe auch keinen Oh, TNT gefunden. zerstören. Wie gesagt, das wäre es dann eigentlich von uns gewesen. So eine kleine Info an euch, für euch, an vielleicht neue Mitspieler. Ja, ich hatte dann gesagt, wäre cool, wenn wir uns dann irgendwann mal sehen würden. Bis dann, haut rein und ciao. Und schau, würde ich sehen.